Niki, Allgäu und der Block. Briefwechsel mit einem Unsichtbaren. 16.03.24. Ihr Blick verriet ihren Verdacht, dass er wohl gerade seines Verstandes verlustig gegangen sei. Ja. Und dann hatte ich wieder einen dieser Koller. Immer wieder hatte ich den Eindruck gehabt, dass es nur etwas anderes an mir gab als ADHS, Hochsensibilität, Hochbegabung. Also nicht, dass es jetzt nicht reichte. Nicht, dass ich unbedingt jetzt noch mehr Schläge an die Bimmel haben musste. Also nicht, dass ich unbedingt jetzt irgendwie besonders sein musste. Nee, ich merkte einfach, dass diese drei Diagnosen zwar vieles, aber irgendwie nicht alles erklärten. Das Bild stimmte zwar, war aber trotzdem nicht stimmig. Die drei Umstände ergänzten sich, bedingten sich, verbanden sich, gaben aber trotzdem kein klares Bild ab, warum das alles so war. Und zu den Ängsten sagten die eigentlich gar nichts. Und immer wieder habe ich nach Autismus gegoogelt, scheiterte aber daran, dass Autisten geistig minder bemittelt und sozial und kommunikativ auch massiv stark eingeschränkt sind. Und trotzdem dachte ich immer wieder, Niki, tut mir leid, du bist trotzdem ein Autist. Und dann, vielleicht hat das Internet nachgelernt, es gibt ihn, den leichten Autisten, ein sogenannter hochfunktionaler Autist. Den ordnet man dem Asperger zu und der Asperger ist schon ein leichter Autist. Und als ich das dann endlich fand, knallte die Diagnose voll rein. Bingo! Ich bin wirklich ein Autist. Hier wird der Autist ASS genannt, autistische Spektrumstörung. Eine Autismus-Spektrumstörung ist eine neurologische Entwicklungsstörung und Wissenschaftler müssen noch viel über Autismus und die frühzeitige Diagnose lernen. Die WHO spricht von einer psychischen Störung, das wiederholt aber kein anderer und ich glaube, dass das nicht korrekt ist. Es ist eine neurologische Entwicklungsstörung. Reine Nervensache. Erinnert ihr euch, dass ich immer wieder sagte, auch zur Fibromyalgie, Nerven, reine Nervensache, Hochsensibilität, Nervensache, Hochbegabung, Nervensache, ADHS, Nervensache. Das ist Nervensache. Ganz genau, ich habe das immer gemerkt, dass ich ein Nervenwrack bin. Nervensache. Man muss sich schon mitnehmen, man muss sich schon glauben, auch wenn man das nicht bewahrheitet findet. Das habe ich getan. Insbesondere ist diagnostisch da einiges im Argen bei Fällen, in denen die Symptome nicht so offensichtlich sind, wie zum Beispiel immer bei Frauen. Die meisten Menschen, die einen hochfunktionalen Autismus haben, erhalten die Diagnose erst spät im Erwachsenenalter. Das könnte auch mit daran liegen, dass diese Menschen zu einer ausgeprägten Intelligenz neigen, also nicht selten auch hochbegabt sind, und es ihnen möglich macht, Schwierigkeiten scheinbar zu überwinden, zu kaschieren und auch darüber hinwegzutäuschen. Hochfunktionaler Autismus hat keinerlei intellektuelle oder kommunikative Beeinträchtigung, ganz im Gegenteil. Ihre scharfe Intelligenz und Sprachkompetenz verbergen oft die Einschränkungen wie mangelnde Geselligkeit und auch psychische und emotionale Probleme. Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt erhielt Anthony Hopkins, schweigende Lämmer, ne, eine Diagnose, die ihn nicht allzu sehr überraschte. Die Ärzte sagten ihm, er habe das Asperger-Syndrom und das bedeutet, dass er zum Spektrum der hochfunktionalen Autismus gehörte. Seinen eigenen Worten zufolge erzuckte er so die Achsel und sagte, ist nur von Vorteil. Und nannte zugleich aber auch Nachteile, unter denen er gelitten hat. Autistische Frauen kompensieren den Autismus so gut, dass sie kaum je auffallen und sich selber auch gar nicht so besonders merkwürdig vorkommen.
schon irgendwie, aber nicht so im Anklang in der Gesellschaft, sich nicht als besonders merkwürdig wahrnehmen. So. Es bedeutet, dass gerade im hochfunktionalen Bereich weibliche gegenüber männlicher Betroffener mit einer ASS häufig diagnostisch nicht erkannt werden. Und das liegt daran, dass die Diagnosekriterien für ASS maskulin sind, also nach harten, starken Merkmalen der ICD-10. So ist der Autismus von Frauen aber nicht. Er hat nicht die klassischen Ausfälle und er zeigt sich zumeist auch nicht autistisch. Man kann sagen, der weibliche, hochfunktionale, autistische Phänotyp wird mit einer abgeschwächten, attentuierten, autistischen Kernsymptomatik und wesentlich stärkeren kompensatorischen Fähigkeiten ausgelebt und bleibt daher oft unsichtbar, selbst den Betroffenen. Menschen mit dem Asperger-Syndrom und dem High-Tech-Functioning-Autismus sind im Erwachsenenalter oft nicht mehr zu unterscheiden. Die Unterschiede sind sowieso nur graduell und nicht nennenswert. Tatsächlich gibt es heute ja sowieso nur noch eine Autismusdiagnose, nämlich die sogenannte Autismus-Spektrum-Störung, was diagnostisch eine absolute Panne ist. Die Diagnose des Internet-Tests, man muss nur einige machen, die sind alle gleich oder ähnlich. Da braucht man nur so 3 Tests machen, dann hast du es auch. Asperger Autismus, 38 von 40 Punkten, 95% Wahrscheinlichkeit. Hochfunktionaler Autismus, 39 von 50 Punkten, sehr wahrscheinliches Vorliegen von Autismus. Noch viel mehr helfen mir die Amateurvideos von bekennenden hochfunktionalen Autisten. Ich habe mich da fast komplett wiedererkannt. Das Internet muss nachgelernt haben, denn ich schaue seit vielen, vielen Jahren immer wieder unter Autismus, weil ich einfach der Meinung war, ich bin ein Autist. Und ich habe es nicht gefunden. Typische Symptome bei Autisten. Andere Wahrnehmung, extreme Empfindlichkeit. Routine gibt Sicherheit, diese Routinen können aber auch irrational sein. Logische Regeln werden gebraucht, unlogische Regeln stören. Unwohlheit in Gruppen, Ansammlungen können menschenscheu sein. Sinneseindrücke beruhigen. Schnuffeltuch und Kuscheltier als Kind, wisst ihr noch? Reizüberflutung passiert schnell, ist massiv und sehr subtil. Alleine fühlt man sich zumeist am wohlsten. Smalltalk ist zum Kotzen. Regeln von Smalltalk sind chaotisch und unklar. Außerdem wird über nichts geredet. Intensive Beschäftigung mit Interessen. Soziale Kontakte sind nicht leicht zu knüpfen und zu halten. Spezialinteressen, Nerds, Cracks, Experten. Guckt euch nur meinen Kanal an, ja? Ich habe das Thema so auseinandergenommen, dass ich da nach 2 Jahren nichts mehr zu sagen konnte, weil es einfach nichts mehr dazu zu sagen gibt. Ausgeblutet. Zurechtkommen in der Arbeitswelt ist schwierig oder man findet gar keinen Job. Mobbing wegen Andersartigkeit. Ungenauigkeit macht einen verrückt, macht einen wahnsinnig. Ungenaue Sprache erzeugt Verwirrung, kann sogar aggressiv machen. Unerwartete Veränderungen machen extrem viel Stress bis hin zur Lähmung. Strukturelle Sicherheit ist nötig, um zu funktionieren. Kühl, distanziert, arrogant kann man wirken. Emotionen werden trotz auch hoher Sensibilität nicht ausgedrückt. Oder absichtlich auf eine Weise, die andere nicht als Emotionen verstehen. Monotone Sprechweise, Neigung zum Dozieren, habe ich ja gar nicht. Sachthemen werden bevorzugt, habe ich ja gar nicht. Es kann auch zum Festhängen an bestimmten Themen kommen, dass Leute immer sagen, du erzählst irgendwie immer dasselbe, du kommst immer wieder mit dem gleichen Ding in die Tür. Autisten wissen nicht, wann Sprechpausen gemacht werden müssen und wer dran ist mit Reden. Hohe Mustererkennung, Muster zu finden, entspannt und fasziniert. Große Vorliebe für Zahlen, Daten und Nummern,
können sich spielend gemerkt werden. Uneindeutige Kommunikation, Sarkasmus, Ironie, Witze machen Probleme. Augenkontakt ist schwierig oder wird vermieden. Telefonieren wird abgelehnt oder ist extrem anstrengend, weil es so schnell ist und dauernd irgendwas passiert und man den anderen auch überhaupt nicht sehen kann. Reizüberflutung führt zu Meltdown, Overload oder Shutdown bis hin zu Mutismus. Camouflage, Masking, Stimming, um Probleme zu vermeiden, hauptsächlich Frauen. Lärm, Geschwindigkeit, Licht, Menschen machen Angst und Stressen. Also Autisten findest du nicht auf Festivals, Märkten, Partys, Ansammlungen, Volksfesten etc. Kleinste Dinge fallen auf, Detailbesessenheit. Mimik und Gestik können nicht immer dekodiert werden. Nonverbale Kommunikation löst zu viele Eindrücke aus. Overload. Mimiklose Menschen erzeugen Verwirrung. Gesichtsblindheit. Bereits bekannte Gesichter werden nicht wiedererkannt. Schwierigkeiten bei alltäglichen Aufgaben, To-Do-Lists, ins Handeln kommen, dranbleiben, viele Arbeitsschritte, Ziele setzen. Exekutive Dysfunktion. Auch manchmal Prokrastination. Das ist aber eher eine Sache von ADHS, die Prokrastination. Das hat ASS nicht so häufig. Weil die sind ja gestreamt und wollen es perfekt und klar und korrekt machen. Sinneseindrücke überlasten den Fokus, Reizüberflutung. Motorische Dysfunktion, anstoßen, hinfallen, Zuckungen, Dinge umstoßen, Dinge fallen lassen. Ich lasse so oft Dinge fallen, dass mich andere schon darauf ansprechen, wie viele Dinge ich fallen lasse. Hohe räumliche Orientierung. Ernährung ist herausfordernd. Eingeschränkte Palette der Dinge, die man ver- und erträgt. Der Appetit ist sehr heikel. Gegebenheiten des Essens müssen immer stimmen, sonst geht es nicht. Ich weiß das noch. Nach meiner Burnout-Gruppe sind wir immer zum Griechen gegangen. Und ich habe die Burnout-Gruppe geleitet. Das heißt, ich hatte den höchsten Fokus von allen. Und ich hatte auch die meiste Arbeit. Und dann waren wir beim Griechen, da war es laut, alle umeinander und haben geredet und gelacht. Und ich saß hinter meinem Teller. Berührungsabwehr, antatschen, auf die Pelle rücken, plötzlich umarmt werden, ist unerträglich. Kleidungsunwohlheit bis zur Unaushaltbarkeit. Es kratzt, es juckt, es drückt, es ist zu eng, es ist zu warm, es ist zu kurz. Es stimmt nicht. Empathie zeigt sich hier anders. Eher sachlich, analytisch, helfend. Kein Mitleid, kein Mitgefühl, kein Trost, kein in den Arm nehmen. Sachlich, methodisch. Freundschaften zu finden und halten ist oft unmöglich. Alleinleben, da eine Paarbeziehung oder eine Familie zu viel Energie abverlangt. Ordnungs- und Sauberkeitsfanatismus. Angst vor Konflikten und Streit, psychische Unordnung und Emotionen. Alle Hintergrundgeräusche werden gleich laut gehört, wie die Alltagsgeräusche. Sie können nicht ausgeblendet werden. Darum ist das normale Leben für Autisten schon total anstrengend. Grelles Licht, Hintergrundmusik, Werbungsgesabbel stören massiv und machen Unwohlheit. Leben oft in der Stille, ohne Radio, Musik, Fernseher, Gesabbel. Hohe Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit. Harmoniesucht, ja klar. Manchmal scheinbar unpassende, plumpe, emotionale Statements, die nicht passen und die auch unabsichtlich verletzen können. Gefühl, auf dem falschen Planeten zu leben. Mild. Ehrlichkeit, können schlecht manipulieren. Lügen werden als unstrukturiert und unordentlich erlebt. Teils vorschnelles Beantworten von Fragen. Unterhaltung mit mehreren Personen werden als überfordernd erlebt. Haften an Gesprächsdetails, häufig auch an inneren Assoziationen fest. Projekte werden bevorzugt beendet. Fehlt der Abschluss, erzeugt das Unwohlsein. Äußerst penibel und perfektionistisch. Schlechte Zeiteinschätzung, verliert sich in Details. Intrinsische Begeisterungsfähigkeit über längere Zeit. Gute Planung wird auch selber so wahrgenommen.
Gute Systematik der Aufbewahrung, Ordnung, diese muss jedoch dann auch zwingend eingehalten werden. Verliert wenige Sachen oder überhaupt gar nichts jemals. Weniger direkte Belohnung erforderlich, weil er sich eben intrinsisch motiviert. Aus sich selber heraus. Listenführung ist oft extrem strukturiert. Wenn gestresst, dann gesteigerte Motorik, Gezappel. Situationen werden spontan, auch ohne Ankündigung, bereits Überflutung einfach verlassen. Wirkt häufig eher ruhig, sitzt auch lange ruhig. Ich ja auch. Ich habe zwar hier meine Körpersprache, aber ich bin jetzt hier nicht immer die ganze Zeit am Rumzappeln. Interessen sind oft schwer zu erkennen, wirkt sogar teils langweilig auf das Gegenüber. Ja, weil er halt über seine Gefühle dann oder über seine Gefühle halt einfach keine Auskunft gibt, ne? Häufig verlängerte Antwortlatenz, da über das Gesagte detailliert nachgedacht wird. Gedankeninhalte können gut behalten werden, auch langfristig. Wenig ausgeprägtes Interesse, anderen die eigenen Gedanken mitzuteilen. Als Jugendliche wäre ich geplatzt, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich wäre geplatzt und ich bin damit auch rausgeplatzt und das mussten auch alle wissen und das mussten auch alle hören und das musste sich auch jeder damit beschäftigen. Das ist mir total verloren gegangen und ich habe auch wirklich tatsächlich kein Interesse mehr, meine Gedanken mitzuteilen. Wenn die meinen, bitte. Es wird immer davon ausgegangen, dass das Gegenüber die eigenen Wissensgebiete sowieso schon kennt. Ja, gehe ich auch von aus. Das stimmt nicht. Mischt sich weniger in Gespräche ein, ist oft sehr zurückhaltend. Schwierigkeiten, die eigenen Gefühle und die der anderen zu erfassen und zu benennen. Das ist halt sehr autistisch, so typisch autistisch. Aber der hochfunktionale Autismus hat das eigentlich nicht so sehr. Veränderungen des inneren Zustands durch Substanzen wird als vorhersehbar und daher aversiv, also gefährlich und ungut erlebt. Also Autisten werden nicht drogensüchtig. Viele rigide Verhaltensmuster, ja, Struktur, Ordnung, Kontrolle. Emotionale Schwankungen, meist als Reaktion auf negative soziale Situationen. To be continued. Aber es ist klar, in welche Richtung das geht, ne? Ich kann sagen, dass 95% dieser Punkte auf mich zutreffen. Menschen verstehen in dem Moment der Diagnose den Grund für ihre sozialen, psychischen und emotionalen Einschränkungen und für ihr schwieriges Anderssein. Sie ticken eben einfach nur mal anders. Die Studien sagen, dass Menschen mit hochfunktionalem Autismus oft Angstprobleme, Angststörungen und sogar Zwangsstörungen haben. Und das ist die Erklärung endlich dafür, für diesen Scheiß, den ich erlebe. Das hat sich durch ADHS, durch Hochsensibilität und Hochbegabung alles nicht erklärt, aber der Autismus erklärt es endlich. Vielleicht liebe ich Monk deswegen so. Mein Ziel war es immer, mich irgendwie zum Funktionieren zu bringen. Dadurch habe ich angefangen, den Fokus darauf zu legen, wo ich ja eben nicht funktioniere und dann wohl irgendwie wohl kaputt bin. Mit der Diagnose ASS ist es jetzt legitimer, meine eigenen und sehr speziellen Grenzen zu kennen, nicht permanent drüber rauszugehen zu wollen. Stimming und schmerzhafte Skills sind anerkannt. Ruhepausen und Auszeiten werden nicht als Faulheit oder Flucht ausgelegt. Die sind notwendig, um den Alltag zu managen. Um überhaupt zurechtzukommen, sind sie überlebenswichtig. Bei Vorliegen einer ASS tritt in 40-50% eine ADHS noch zusätzlich auf. Das macht das diagnostisch auch alles so schwierig, wisst ihr? Es bedeutet, dass jeder zweite Autist auch zusätzlich noch ADHS hat. Nun muss man sich mal fragen, habe ich jetzt ADHS mit Autismus oder bin ich Autist mit ADHS? Und wenn ja, wer will das wirklich wissen und was nützt das Wissen? Eben. Ich war beim König der Adulten ADHS in München.
Und ich vermute, der konnte wohl bloß ADS. Und da ich nicht angefangen habe, seinen Schreibtisch zu putzen, hat er eben nicht hingeguckt. Er war sowieso ein schrecklicher Troll. Der hat sich so ausgeruht auf seinen Lorbeeren, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Und nach dem langen Testverfahren hat er es mir dann bestätigt, zu 97% Wahrscheinlichkeit auf eine ADHS, Autismus und Schizophrenie können zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Bingo. Leider muss man sagen, dass sich ADHS und ASS schon auch ähneln, aber auch ziemlich unterscheiden. Wenn man eigentlich beides hat, dann bist du echt gefickt. Dann bist du so, aber eben auch dann so. Ein klares diagnostisches Bild besitze ich nicht. Und da ich die ganzen Fragen zur ADHS positiv beantwortet hatte, lag darunter die lavierte Autismusstörung, über die aber ja leider noch nichts gefragt wurde. Und die beiden Syndrome sind genetisch ähnlich veranlagt und sind sich auch gewissermaßen auf eine bestimmte Art und Weise ähnlich. Und auch wieder nicht. Der ADHSler ist ein Fisch und der ASSler ist ein Ross. Ich bin sicher, ich habe wirklich beides. Die ADHS wird die sozialen Einbrüche abfedern. Da ADHS ja oft sozial hochbegabt ist und eine nur geringe soziale Hemmschwelle hat, die ja bei Autisten dann teilweise übel reinhaut. Wenn ich mir das alles mal so sehr kritisch anschaue, tendiere ich eindeutig wesentlich stärker zu einem Autismus. Ich bin ziemlich sicher, dass ich ein Autist bin mit ADHS. Ich meine, den Test da, diese Testlawine hätte ich mit ADHS nicht bestanden, wenn da nichts wäre. Ich bin ein Ross. Mit Schuppen. Die Sache mit der Hochbegabung kann ich mir eigentlich auch gleich schneiden. Hochfunktionale Autisten sind eben einfach auch oft hochbegabt. Und es kann mir schnurzwurscht sein, ob ich die Hochbegabung nur aus der Hochsensibilität oder aus dem Autismus kann. Ich habe die eben einfach am Arsch. Und die nächste Diskussion ist die Hochsensibilität. Autismus und Hochsensibilität sind zwei Begriffe, die oft miteinander verwechselt werden. Ja, warum denn wohl? Angeblich stellen sie unterschiedliche Dinge dar. Und es gibt angeblich Unterschiede zwischen Menschen, die Autismus und Menschen, die Hochsensibilität haben. Sind hochsensible Menschen auch auf dem autistischen Spektrum oder umgekehrt? Die Fragen stellt man sich mittlerweile. Jawohl, sind die. Die Zusammenhänge sind komplex. Es gibt viele Gemeinsamkeiten und angeblich einige Unterschiede. Allerdings ist in der Fachliteratur zum Autismus auch Überlegungen und Befunde, die darauf hinweisen, dass der emotionale Anteil der Empathie bei Menschen mit Autismus eben gerade deswegen besonders hoch sein könnte, eben auch aufgrund der Hochsensibilität, und dass sie sich davon so unangenehm überwältigt fühlen und daher introvertiert, seltsam oder auch ausweichend wirken. Weil sie dann nämlich abschotten. Und nicht, weil sie sozial behindert sind. Endlich sagt's mal einer. So ist es nämlich. Alles zu viel. Die Hochsensibilität wird mit einem leichten autistischen Spektrum gemessen. Ja, da kann die Unterschiedlichkeit zwischen Autismus und Hochsensibilität ja nun so hoch nicht sein, oder? Schlag mich. Und das vermute ich deswegen, weil die Hochsensibilität wohl eigentlich dem Autisten auch vorbehalten ist. Aber scheinbar eben irgendwie nicht immer. Angeblich sind mittlerweile 20%, ich glaube, dass es genauso viele Hochsensible gibt wie Autisten. Und die Hochbegabten, die sind auch hochsensibel, das ist ja bekannt. Oder gibt es gar keine Hochbegabung ohne Autismus? Man müsste das mal... Vielleicht sind das alles Autisten. Gut, ihr seht schon, der Autist sucht Logik, der will Kontrolle. Okay.
20% der Betroffenen mit Hochsensibilität werden heute genannt. Ich lach mich tot, ich lach mich scheckig. Wo waren die denn alle in den 80ern? Wo waren die denn alle? Das kann ich euch sagen, wo die waren, in ihrem Borderline-Syndrom. Hochsensible Menschen spüren Emotionen intensiv und können sich gut in andere Menschen reinversetzen. Und jetzt spricht man das dem Autismus ja ab. Aber wir haben jetzt ja gerade gehört, stimmt ja gar nicht. Ist ja gar nicht wahr. Ich habe immer angenommen, das könnte ich auch. Wenn ich aber meine Erfahrungen der letzten Jahre nur mal ganz ehrlich betrachte, kann ich das aber eigentlich überhaupt nicht. Auch beim Online-Dating habe ich es nicht kommen sehen, dass der Galan sich nach dem ersten Date für immer entfernen würde. Wortlos natürlich. Er hatte nicht geknallt. Ja gut, man tut's das bitte schon, ja. Aber dass es dann so scheiße war, das habe ich nicht vorausgesehen und das habe ich auch vorher nicht ausgelesen. Verstellen die sich alle oder bin ich eine emotionale Leiche? Ich möchte das aber auch gar nicht auslesen. Ich lasse die Dinge lieber auf mich zukommen und bewerte sie nicht ständig. Ich hoffe, dass mir die Menschen rechtzeitig Bescheid sagen, wo ich nicht bin und wo sie nicht sind. Autismus. Ich gehe außerdem davon aus, dass man mir positiv gesonnen ist, wie ich es ja auch bin. Autismus. Dem ist aber nicht so und ich kann das nicht rechtzeitig auslesen. Autismus. Ich weiß nicht, was in Situationen, die ich nicht kenne, wie zum Beispiel Probearbeiten, gefordert wird und verhalte mich dann unangebracht. Muss man da dauernd reden oder sagt man besser gar nicht viel? Packt man mit an oder schaut man blöd und lässt sich dumpf dirigieren? Ich schaffe es nicht, mich angemessen zu verhalten. Es passt einfach nicht, sagt man mir dann am nächsten Tag. Beim letzten Mal habe ich ohne viel zu reden einfach gute Leistung gezeigt, die dann aber gar nicht gewollt gewesen war. Das hatte man sich alles ganz anders vorgestellt. Gesagt hat man mir das aber nicht, was man sich da alles so ganz anders vorgestellt hatte. Können alle anderen das erraten und auslesen, dass es nicht darum geht, sich so zu zeigen, dass man die Stelle wert ist? Dass es nur darum geht, den Stallfrieden nicht durch unnötige Hektik zu stören? Das ist mir leider völlig unmöglich, sowas auszulesen. Und ich habe das auch nicht mitgekriegt, dass ich gegen die Vorstellungen verstieß, denn ich war damit beschäftigt, gut zu sein. Und ich finde mich auch bis heute richtig gut. War ich aber nicht. Ich hätte das wohl daraus auslesen können, in welchem Zustand die Werkstatt war, als ich morgens da ankam. Verheerend. Sowas hätte ich nie verlassen. Aber da hätte ich mir sagen müssen, die Planschku da ist eine unstrukturierte, faule Schlampe. Und ihr geht's gut dabei, die will das auch genauso. Grätscht da nicht rein. Ich aber war unsensibel und wischte erstmal entschieden Furcht durch. Schlecht. Dann fegte ich auch noch. Schlecht. Das war mein Autismus. Der sagte, Werkstatt, Dreck, Unordnung, geht nicht, find's ja nichts wieder. Also, aufräumen und putzen. Schlecht, schlecht. Ich bin in Friesland nach 8 Monaten aus einer sozial arbeitenden Firma von der Chefin spontan und ohne jedes Vorspiel. Hier hab ich rumgetrölt. Hat mit einer Chefin in Klammern, mit der ich nie zu tun hatte, spontan und ohne jedes Vorspiel rausgemobbt worden, trotz oder wegen hervorragender Leistungen. Angeblich, weil ich einen Kanal auf YouTube hatte. Ja, hatte ich. Einen kostenlosen sozialen Kanal, der Menschen aktiv half. Gegen sowas fliegt man doch nicht raus. Ich habe das nicht kommen sehen. Ich hatte das noch gar nicht erwähnt. Man hatte mich verfolgt und das dann rausgefunden. Mein Verdacht heute ist, dass ich wieder unangemessen gut war und den Stallfrieden von all den Amateuren da gestört hatte mit meinen Erfolgen. Da liefen aber auch wirklich fast nur Trottel rum. Das war eine Pleitefirma und die stellten selber fast nur lauter Arbeitslose ein, die vorher Pferdeknecht gewesen waren und die dann mal voll Lust hatten, mal als Coach zu arbeiten.
gefördert dann über 2 Jahre von der AWE. Also kaum Gehaltskosten. Und so waren die dann auch drauf. Pferdeknecht, der mal voll Lust hatte, Coach zu sein. Ja, super. Und ich mit meiner Ausbildung und meiner Erfahrung habe natürlich voll ausgebrochen, ja. Die Auftragslage war, staunen, akut sehr schlecht. Und ich war die Einzige, die da noch rumlief am Ende, die Geld kostete. Die ganzen Gänge waren immer voll gewesen. Du kamst mit deinen Bechern da überhaupt nicht durch, weil da überall Leute waren. Kunden und Leute und ein Geränne auf diesem Gang. Und dann, nachdem ich da 7 Monate war, war der Gang leer. Und es gab auch keine Freiberufler mehr. Die waren alle weg, weil die keine Aufträge mehr hatten. Und ich war die Einzige, die da noch rumstolperte und die Aufträge hatte. Weil ich nämlich die Einzige war, die dafür gesorgt hat, dass ihre Aufträge verlängert wurden. Man hatte mir schon gesagt, dass man keine Klienten mehr hätte. Und dazu hat der Auftraggeber dann vielleicht auch noch gesagt, wieso kann die Dirks eigentlich die Leute in Arbeit bringen, aber sonst keiner da? Wieso schreibt die Dirks eigentlich so gute Berichte, aber sonst keiner da? Ich habe es nicht ausgelesen oder berechnen können. Ich habe einfach meine Arbeit gemacht, so gut ich eben konnte. Bin ich sozial behindert? Autist? Eine Gruppe von Muslimen, denen ich Deutsch, wie geht das, beigebracht hatte und das ein halbes Jahr lang ohne jede Hilfe des Instituts, machte so ein Aufsehen beim Jobcenter über mich, dass der Leiter des Fachbereichs sich selber zu einem unserer Freitagsfrühstücke einlud, um sich das Spektakel da mal selber anzusehen. Das musst du erstmal fertig bringen. Und ich werde nie vergessen, wie er inmitten der Kopftuchfrauen saß, genüsslich und mit Glück genüsslich da diese muslimischen Spezialitäten schmauste und mit vollem Mund begeistert mitschaut. A, B, C, D, E, F, G, H, I, F, K, L, M, M, O, P. Er war tief beeindruckt von meiner Arbeit und Stimmung und versprach mir neue Gruppen, aber nur mir. Und dann, du hast ja einen Kanal. Tschüss. Seltsames Zusammentreffen. Eine Kollegin rief mich dann später mal an und erzählte mir, leicht beschämt, dass sie noch 2 Jahre nach meinem Ausscheiden meine ganzen Fallberichte läse und sich Passagen daraus für ihre eigenen Berichte kopiere. Einfach, weil die so wunderbar formuliert seien, so knackig auf den Punkt und einfach so präzise und gut wären. Ach, pervers. Was anderes fällt mir dazu leider nicht mehr ein. Tüdelü. Na, wo sind wir denn?